Die Entwicklung von Wechselkursen unterliegt einer Vielzahl von Einflüssen. Letztlich geht es bei der Betrachtung dieser Einflüsse immer um die Frage, aus welchen Gründen sich die Nachfrage nach einer Währung und das Angebot von einer Währung ändern. Wir sprechen nun über den Handel von Waren und Dienstleistungen, über das Zinsniveau eines Landes, über Direktinvestitionen, über Erwartungen und Spekulationen und über geldpolitische Eingriffe von Zentralbanken als wichtige Einflussgrößen auf Wechselkurse. Diese genannten Kräfte wirken nämlich alle auf das Angebot und die Nachfrage von Währungen ein und beeinflussen so entsprechend die Entwicklung von Wechselkursen. Wir schauen uns hier per Annahme den Dollar als Auslandswährung und den Euro als Inlandswährung an. Wir betrachten hier den Wechselkurs aus Euro-Sicht in der Mengennotierung. Wie kommt es nun zu einer höheren Nachfrage nach dem Dollar? Ja, Antworten finden wir auf der linken Seite des Schaubildes. Nun, Europäer müssen, wenn sie Importware aus den USA kaufen wollen, Euro in Dollar tauschen, um diese Ware überhaupt bezahlen zu können. Die Nachfrage nach Dollar steigt. Bei Auslandsreisen von Europäern in die USA müssen Europäer ebenfalls Euro wieder in Dollar eintauschen. Die Nachfrage nach Dollar steigt. Wenn die Zinsen in den USA über dem Zinsniveau in Europa liegen, ist es für Europäer natürlich interessant, Geld in den USA anzulegen, denn Rendite lockt Kapital. Wieder kommt es dazu, dass Euro angeboten werden müssen, um diese in Dollar einzutauschen, was die Nachfrage nach dem Dollar steigen lässt. Wenn die amerikanische Wirtschaft nun ein besonders starkes Wirtschaftswachstum zeigt und Geschäfte in den USA hohe Gewinne versprechen, ist es für europäische Investoren interessant, Kapital in den USA zu investieren. Auch hier würde es zu einer höheren Nachfrage nach der amerikanischen Währung Dollar kommen, da wieder Euro in Dollar eingetauscht werden müssen, um diese Investitionen überhaupt tätigen zu können. Gleichzeitig haben Erwartungen an die Entwicklung von Währungswerten eine starke Bedeutung. Beispielsweise kann die Erwartung bestehen, dass es zu einer Abwertung des Euro und damit entsprechend zu einer Aufwertung des Dollar kommt. Der Grund könnte sein, dass die Inflationsraten im Euroraum deutlich über den Inflationsraten des Dollarraumes liegen. Hohe Inflationsraten mindern nun den Wert einer Währung und machen sie unattraktiv. Bei einem erwarteten Wertverlust des Euro würden Menschen also versuchen, Euro in Dollar zu tauschen. Die Nachfrage nach Dollar steigt, was dazu führt, dass der Dollar aufwertet und der Euro tatsächlich abwertet. Die Erwartungen an eine Abwertung des Euro hätten sich durch Verhaltensänderungen der Anleger im Sinne einer selbsterfüllenden Prophezeiung von selbst erfüllt. Zu guter Letzt könnte es natürlich auch sein, dass die Europäische Zentralbank Euro verkauft und den Dollar aufkauft, um eine Abwertung des Euro zu erzielen. Dies könnte die Europäische Zentralbank tun, um beispielsweise die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Produkte auf dem Weltmarkt zu erhöhen, da in diesem Fall natürlich europäische Produkte aus den USA betrachtet nun günstiger für die Amerikaner wären, da der US-Dollar ja aufgewertet hat. Alle die genannten Faktoren würden dazu führen, dass die Nachfrage nach Dollar deutlich steigt und dementsprechend der Dollar aufwertet, was bedeutet, dass der Euro abwertet. Wie kommt es nun zu einer höheren Nachfrage nach dem Euro? Antworten finden wir auf der rechten Seite des Schaubildes. Hier würde das Ganze genau umgekehrt betrachtet werden müssen. Amerikaner müssen Dollar anbieten und den Euro tauschen, damit sie Importe aus Europa bezahlen können. Die Nachfrage nach Euro steigt. Gleichzeitig werden Euro benötigt, um eine Reise aus den USA nach Europa zu machen. Hier müsste ebenfalls US-Währung in Euro getauscht werden, damit man seinen Aufenthalt als US-Bürger in Europa finanzieren kann. Die Nachfrage nach Euro steigt. Wenn die Europäische Zentralbank das Zinsniveau anhebt und die Zinsen in Europa über dem Zinsniveau in den USA liegen, ist es für Amerikaner interessant, Geld in Europa anzulegen, da hier höhere Zinsen bezahlt werden. Dementsprechend steigt die Nachfrage nach Euro. Wenn amerikanische Investoren nun Investitionen in Europa tätigen wollen, müssen sie ebenfalls US-Währung in Euro tauschen. Die Nachfrage nach Euro steigt und der Euro wertet entsprechend auf.
Wenn eine Aufwertung des Euro erwartet wird und damit eine entsprechende Abwertung des Dollar, ist es natürlich ebenfalls interessant, den Dollar zu verkaufen und Euro zu kaufen, da man von dieser erwarteten Aufwertung des Euro profitieren will. Der Grund für einen erwarteten Werteverlust des Dollar können steigende Inflationsraten in den USA sein. Um sich vor hoher Inflation im Dollar-Währungsraum zu schützen, werden daher Dollar in Euro getauscht. Die Nachfrage nach Euro steigt und die Nachfrage nach dem US-Dollar sinkt. Zu guter Letzt kann es natürlich sein, dass die Europäische Zentralbank ein Interesse daran hat, dass der Euro an Wert gewinnt und damit zum Beispiel der Kauf von Importware leichter finanziert werden kann. In diesem Falle würde die Europäische Zentralbank Währungsreserven an Dollar verkaufen und Euro aufkaufen. Der Euro würde entsprechend aufwerten und die US-Währung würde abwerten. Der Euro hätte durch einen steigenden Außenwert der Währung an Kaufkraft gewonnen. Wir sehen also, Wechselkurse werden durch eine Vielzahl von Kräften beeinflusst. Da viele dieser Einflüsse gleichzeitig und manchmal auch gegensätzlich wirken, ist es nicht immer leicht zu sagen, welche Kraft nun den stärksten Einfluss auf eine Wechselkursbewegung ausgeübt hat. Wechselkursschwankungen sind bei flexiblen Wechselkursen allerdings üblich und stellen für den internationalen Handel mit Waren und Dienstleistungen und internationale Kapitalbewegungen Risiken dar. Wechselkursänderungen als wirtschaftliche Risiken müssen bei internationalen Wirtschaftsbewegungen daher grundsätzlich Berücksichtigung finden.